Prophetie, Seherschaft und Hellsehen haben eine lange Geschichte in der westlichen Mysterientradition. Schon in der Bibel ist vom Propheten die Rede und bereits in der antiken Welt wurden Orakel befragt und Priester als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen angesehen. Die griechische Phytia im Orakel von Delphi und die Sibyllen sind nur zwei Beispiele für die Verwendung von seherischen Fähigkeiten in der Vergangenheit. Um diese Fähigkeiten besser zu verstehen, müssen wir zunächst ihre Definition klären. Prophetie bezieht sich auf die Fähigkeit, unter gewissen Umständen Einblicke in zukünftige Ereignisse zu erhalten. Hellsehen bedeutet die Wahrnehmung von Mustern der astralen, mentalen und teilweise auch der spirituellen Ebene. Ein gut ausgebildeter Hellseher kann also auf diese Ebene zugreifen und Informationen von dort empfangen. Hier können sich vielfältige Erfahrungen manifestieren, wie Erkenntnisse über vergangene Leben oder Einsichten in spirituelle Wahrheiten der inneren Ebenen sowie auch zukünftige Ereignisse. Hellseher oder auch Wahrsager bedienen sich oft bestimmter Werkzeuge der Divination, um ihre Fähigkeiten zu unterstützen. Dazu gehören Tarotkarten, Kristallkugeln, schwarze Spiegel oder auch Pendel. Diese Werkzeuge dienen als Kanäle oder Symbole, um in den Zustand der Seherschaft einzutauchen und Informationen zu empfangen, die für das normale Bewusstsein verborgen bleiben. Der schwarze Spiegel ist ein besonderer Spiegel, der mit einer undurchsichtigen schwarzen, reflektierenden Oberfläche versehen ist. Er dient als Zugang zu verborgenen Ebenen des Bewusstseins. Durch das Betrachten der reflektierenden Oberfläche können Hellseher visionäre Eindrücke und Botschaften empfangen. Wenn du lernen möchtest, deinen eigenen schwarzen Spiegel herzustellen, wir bieten exklusiv auf diesem Kanal in Kürze eine Anleitung dazu an, die besonders für die Teilnehmer unserer kommenden Seminarreihe zur prophetischen Kabbala wichtig ist. Mehr Informationen dazu im Link in der Beschreibung. Der Wert der Information ist abhängig von der Fähigkeit des jeweiligen Hellsehers, diese korrekt zu interpretieren und das eigene Ego sowie Wunschdenken außen vor zu lassen. Denn die Astralebene wird auch Schatzkammer der Bilder genannt, da sie auch unsere eigenen Bilder, Wünsche, Vorurteile etc. enthält. Das heißt, die Bilder können daher leicht zu Fehlinterpretationen verleiten. Nur ein sehr gut ausgebildeter Seher weiß die Botschaften der inneren Ebenen richtig zu deuten und von alltäglichen Eindrücken des Unterbewusstseins sowie Wunschdenken zu unterscheiden. Aus diesem Grund ist eine fundierte Ausbildung sehr wichtig. Seher zu werden erfordert Zeit, Übung und Hingabe sowie das Feedback eines erfahrenen Lehrers und die Fähigkeit, diese annehmen zu können. Denn es gibt auch Fallstricke, die es zu überwinden gilt, wie Selbsttäuschung, Illusion und weitere Gefahren übersinnlicher Wahrnehmungen. Meditation, Visualisierung und eine geübte Konzentrationsfähigkeit sind grundlegende Elemente, um das eigene Bewusstsein zu erweitern und den Zugang zu tieferen Ebenen des Wissens zu öffnen. Ohne Ausbildung kann es äußerst schwierig sein, die subtile Astralebene zu interpretieren, weshalb eine fundierte Ausbildung in der Seherschaft von großer Bedeutung ist. Die Ausbildung in der prophetischen Kabbala oder auch Kabbala Nevoit ist einer der Grundpfeiler der Mysterien und eine wichtige Voraussetzung der fortgeschrittenen Stufen der spirituellen Arbeit in unserer Mysterienschule. Das geheime Wissen der Mysterien befähigt uns, die Prinzipien der Seherschaft, des Hellsehens, Hellhörens und Hellfühlens und der Prophetie sowie die Geheimnisse der Position des Tempelsehers im Ritual zu verstehen und anzuwenden, sowie die dahinterliegenden Seelenqualitäten kennenzulernen und das Kontaktieren der Meister der inneren Ebenen zu erlernen. Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Es ist äußerst wichtig, dass die erlernten Techniken von den Anwendern auf ethische und lichtvolle Weise praktiziert werden, um dem Licht zu dienen. Mit der Fähigkeit, Einblicke in verborgene Wahrheiten zu gewinnen, geht auch eine große Verantwortung einher. Seher sollten ihre Gabe mit Respekt und Verantwortung nutzen, um anderen zu helfen und spirituelles Wachstum zu fördern. Die Integrität und ethischen Grundsätze eines Sehers sind von entscheidender Bedeutung, um Missbrauch und Täuschung zu vermeiden. Du hast gerade einen Einblick in die faszinierende Welt der Seherschaft und des Hellsehens erhalten, aber die Geschichte endet hier nicht. Schreibe uns auch gerne in die Kommentare, was dich in diesem Video am meisten begeistert hat und was dich noch interessiert. Wenn du jetzt gleich mehr über Werkzeuge der Divination oder des Hellsehens erfahren möchtest und wie du mit deinem Unterbewusstsein kommunizierst, klicke jetzt gleich auf das Video zum Thema Pendeln. Das Pendeln ist mit der Seherschaft verbunden, da es eine direkte Kommunikation mit dem Unterbewusstsein ermöglicht. Durch das Pendeln kannst du auf verborgene Botschaften und Erkenntnisse zurückgreifen, die tief in dir schlummern.